zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Heute gehen wir für eine kleine Adventure-Tour. Heute wird geraftet. Wir fahren irgendwie eine LKW-Tour auf dem Berg. Und wir fahren eine Rallye. Also, ganz, ganz verrückte Tour, die wir heute vorhaben. Und ich nehme euch dabei natürlich sehr, sehr gerne mit. Ganz viel Spaß. So, wir sind jetzt soweit angekommen erstmal und fahren jetzt gleich dann mit einem Truck den Berg hoch nach ganz oben, um dann mehr oder weniger mit Rallye-Autos wieder runter zu fahren und dann in einem Fluss zu raften. Also es wird crazy. Mit dem Truck fahren wir jetzt auf den Berg hoch. Alter, ich weiß noch nicht, ob es das ist. Und wir finden es heraus. Jetzt hat er im Wasser geparkt. Dann, jetzt mussten wir unsere Schuhe ausziehen. Wir müssen jetzt hier durchs Wasser laufen. So ein Hund. Digga, ich bin verrückt mit dem Truck einfach hinten im Wasser gestanden. Und ich sag ehrlich, das tut dir alles ganz schön weh mit den Steinen. Aber ja, gut, was soll's. Ich mache jetzt hier kurz Pause anscheinend und dann geht's weiter. Aber das sieht hier schon, ehrlich gesagt, ganz gut aus. Und dann halt mit dem Truck. So, wir fahren jetzt weiter hoch auf die Berge. Das war nur eine kurze Abkühlung. So für 10 Minuten. Und die fahren überall diese Jet-Dinger vorbei, diese ganz schnellen. Das ist richtig crazy. Das ist bis jetzt das absolute Highlight von dem ganzen Urlaub. Einfach mit so einem Truck fahren wir einfach das ganze Gebirge. So, wir sind jetzt bei unserem Meeting Point hier angekommen. Machen hier kurz Pause, dann kriegen wir gleich eine Einweisung wegen den Autos und so. Und dann wird es so sein, dass wir, glaube ich, mit maximal zu viert diesen fetten Autos hier auf die Berge hochfahren, dann später wieder hier ankommen, dann kriegen wir Essen, das ist mit drin. Und danach ist dann sozusagen auch gleich da hinten in dem Fluss mit. Aber ich bin gespannt, hab Bock drauf. So, für uns geht es jetzt mit den Trucks los. Wir haben eine Brille bekommen und ein Tuch bekommen, weil ganz viel Staub und Viecher aus und dies und das. Also ich bin gespannt. Bisschen auch nervös, weil wir haben keinen guten Fahrer, aber naja, mal gucken, was das wird. Jetzt geht's richtig ab hier. Das kann was werden. Jetzt geht die Party los. Die Party geht los. Ganz kurze Pause. Das ist unbeschreiblich. Auf geht's!
Hause hier. Ey, hier ist aber ehrlich chillig. Und das Wasser ist wenigstens mal kalt im Gegensatz zu dem Wasser am Meer. Alter, das ist ehrlich mal erfrischend. Und wir fahren jetzt weiter runter und dann gibt es später Essen und dann danach immer noch Rafting, ne? Also das ist ein geisteskranker Tag heute. Und weiter geht die Welle fahren. Wieder im Lager. Hier gibt es jetzt gleich Essen. Ist auch schon soweit aufgebaut. Und danach geht es dann absolut los ins Rafting. Der Fluss ist gleich hier nebenan. Da werden wir klatschen. Ich meine, jetzt sind wir dreckig, danach werden wir nass, danach ist wieder alles sauber, hoffe ich jedenfalls. Wir essen jetzt erstmal und dann bis später. So, für uns geht es jetzt auf Rafting. Ich lasse mein Handy aber sicherheitshalber im Bus, deswegen gibt es davon keine Aufnahmen. Weil ich meine, lass es weg sein, lass es nass werden, dann da bin ich gefickt. Deswegen, ich packe das jetzt ganz entspannt weg. Und dann sehen wir uns nach dem Rafting wieder. Wir gucken uns jetzt hier noch so eine Fotogalerie zusammen an, weil den ganzen Tag hat uns ein Fotograf begleitet. Und er stellt jetzt hier die ganzen Fotos vor. So, für uns geht es jetzt wieder zurück mit dem Bus, zurück ins Hotel. Ich melde mich später dazu nochmal. War ein sehr, sehr geiler Tag, so kann ich schon mal sagen. So, wir sind mittlerweile wieder im Hotel angekommen. Kurzes Fazit: Wenn ihr in der Türkei seid, wirklich macht Rafting. Ihr habt zwar keine Videoaufnahmen davon sehen können, aber dieses Rafting war absolut geil. Und es war sehr schlau, mein Handy nicht mitzunehmen, weil man wirklich glitschert. Es war absolut lustig. Es gab Wasserschlachten mit den Booten. Es gab Leute, die gegendert sind. Wir haben Schiffe erobert gefühlt. Nein, wenn ihr das machen könnt, macht es. Es lohnt sich extrem. Aber seid dann bitte nicht zu wasserscheu, weil ihr werdet zu 1000% nass. Und sonst allgemein würde ich sagen, der Tag war sehr, sehr, sehr cool. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da. Aktiviert sehr, sehr gerne die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.